Servus Leute und willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013 Real Projekt zusammen mit Martin. Hallo. Und mit Kai. Hallo. So, ich mache jetzt das Feld noch fertig in dem Bad. Ich habe ein bisschen Vorgewende zum Pflügen noch und eine Bahn längst hinunter. Ihr seid jetzt was, ich werde von euch ein Dreschen. Ja. Okay, das magst du. Du hast jetzt nichts zu tun nachher, Martin, oder was? Ja, ich bin mit dem Kalken fast fertig. Weil sonst stehe ich auf dem Grubber, ich sag schon Grubber an, Drescher an. Das ist, lohnt sich nicht, deswegen. Ja, auf dem Feld kann man eigentlich nachher gleich wieder, könnte man den Ladewagen hängen. Ich bin ja am Raps. Ja, aber das kann ich, du musst nachher noch in Weizen machen. Ja, aber Raps ist noch genug zu tun. Okay. Ja, deswegen, das ist noch recht viel. Achso, am Feld hängen die zwei Hänger jetzt, oder? Gerade. Ja. Die sind ja doppelt gekuppelt. Das war ja auch eine Idee, dass wir den kleinen Steier verkaufen. Ich finde ihn als Hofschlampe, sag ich jetzt mal, eigentlich schlecht. Ja, aber wir brauchen ihn nicht wirklich. Weil er kann fast nichts ziehen. Er ist wirklich gerade nur für die Schaufelarbeiten und da wäre vielleicht ein Telelader fast sinnvoller. Oh, das stimmt wohl. Teilweise. Und sonst zum Ziehen von den Anhängern ist so eine Sache immer eh, weil dann müssen wir jedes Mal auseinanderkuppeln oder wenn wir größere Anhänger sowieso kaufen oder so, dass wir auf andere Anhänger gehen, dann ist sowieso hinfällig mit dem. Auf jeden Fall, ja. So, wir werfen jetzt die Erde nach innen, deswegen lasse ich das so, dass ich nicht die Erde aufs Feldrand nach außen werfe und fahre ein bisschen mit dem Pflug eine Kurve. In echt wird er zwar ein bisschen meckern, wenn du da so eine Kurve fährst. Beziehungsweise wirst du nicht rumkommen. Du kannst mit dem Pflug ja noch ganz gar keine Kurven fahren. Ja, minimal. Geht schon. Du kommst aus der Flugfurche raus, oder? Nein, wenn du ganz neu anfängst sozusagen. Ich bin jetzt am Feld dran und mach vorher im Endeffekt dann, das dann kannst Art vorgewählt. Was? Dann kannst du auch Kurven fahren. Zwar keine Dollen, aber... Sage ja, da musst du auch damit leben, dass du die ganze Zeit diese Kurve fahren musst. Ja, das ist eh klar. Im Endeffekt mache ich das ja jetzt eh einmal sozusagen für außen und jetzt wirf ich das die Erde eh nachher wieder nach innen. So pflügen tut sowieso keiner so 100%, dass alles weggepflügt ist. Normalerweise lasst er eh, wenn was über ist, dann weißt du eh sowieso nochmal mit dem Grubber drüber fährst. Wegen. Halt ist das nicht. Was? Wir pflügen relativ sauber. Ja, aber ein bisschen. Ja, weil wenn du ein Vorgewende so zu Ecken hast, dann ist es halt so. Dann wird eigentlich alles ausgepflügt bei uns. Fahrt ihr dann nochmal übers Gepflügte einfach drüber, oder wie? Ja, natürlich. Ja. Okay. Wenn da mehr wie zwei Schare in Boden kommen, dann... Oder wenn da zwei Schare in Boden kommen, dann wird er nochmal rüber gepflügt. Verstehe. Dann fahren das wir bringt doch was. Ja, dass alles gepflügt ist. Ja, aber ihr fahrt eh nachher mit Gruber nochmal drüber. Ja, aber wir kriegen bei uns die Erde sonst nicht wirklich fein. Okay. Normalerweise müssen wir bei uns immer pflügen. Tut sie das auch bei jedem Feld immer? Nein. Halt sie nur alle 2-3 Jahre oder wie, sozusagen? Ja. Kommt doch immer drauf an, ob die trainiert sind oder und wie trocken die generell sind. Ja. Wie tief legt ihr Drainage? Halt Drainage der Rohr. Halben Meter? Meter? Nee. Das bedeutet bei einem halben noch Meter. Tiefer. Noch tiefer. Denke ich mal, ja, weil bei einem halben Meter kannst du schon ein Problem kriegen. Dass wenn du zwei Jahre fährst, dass du im zweiten oder dritten Jahr nachher mit dem Flug schon drauf hast. Ja, Meter anderthalb. Ja. Mindestens. Irgendwie so. Baggert ihr das oder habt ihr da irgendwelche Maschinen bei euch in der Maschine. Nähe? Also eine, die aufritzt. Oder so aufgräbt. So ja, wir haben bei uns hinterm Haus machen wir das mit einer, die hat so eine Art Reißer drauf. Okay. Die reißt das sozusagen auf und legt den Dingsens da rein. Danach klappt die Erde sozusagen wieder dahin. Okay. Und bei uns vor dem Haus machen wir das mit einer Fräse. Halt, der Fräse zuerst auf und dann wird es zugeschüttet wieder. Ja, zuschütten müssen wir selber machen. Ja, normalerweise legst du einen Schotter oder was da rein noch. Ja, machen wir ja nicht. Okay. Das ist ja sonst. Wenn du da Hektars mitmachst, dann kannst du das ja nicht bezahlen. Naja, es gibt schon. Das kostet ja so schon extrem viel. Ich kenne das bei uns, da gibt es eine.
ist im Endeffekt ja, das ist so ein, kennt man das, wenn du so Schaufel, so ein, bei Goldrausch in Alaska, was dieses Jahr hat es ja, scheiße, jetzt hau ich die Erde nach außen, wurscht. Da hat ja der Wikinger-Dingsbums hat ja so ein Bagger dieses Jahr mit so Schaufeln, mit so einer Schaufeleimerkette gehabt. Ja, ja, auf dem Wasser. Und, ja. Genau, und das ist bei uns so was Ähnliches. Das ist halt sozusagen, ich glaube, 25 oder 30 cm breit, das Ding. Das Stich mit den Stich sozusagen in die Erde hinein. Ja. Und dann wird sozusagen einmal die Erde auf einen Förderband oben drauf, auf die Maschine, die ist relativ lang. Oben drauf auf die Maschine, danach kommt hinten, hast du die Schlauchtrommel vom Drainagerohr, wird zuerst unterhalb einmal eine Schicht Schotter, dann wird das Drainagerohr reingelegt und danach kommt oben nochmal Schotter und dann wird die Erde wieder draufgeworfen. Das ist dann noch ein elendig langes Teil, oder nicht? Nein, das ist nicht einmal so lang. Das ziehst du mit dem Traktor. Halt, okay. Wie lang wird das sein? Das schaut halt... Kann nicht über 12 Meter auf jeden Fall nicht. Nein, überhaupt nicht. So lange ist es nicht. Willst du Vorgewinn noch komplett machen? Ich fahre noch eine Spur. Ja, gut. Du hast den falschen Gruber. Habe ich den falschen Gruber? Die Federzinkenecke beim gepflügten nur mehr. Hast du das ist die blaue, Tiefen? Ne? Ja. Hast du kannst auf anderen Feldern fangen, dann mache ich das mit der Federzinkenecke jetzt gleich. Ja, dann machst du das mit der Federzinken. Ich hätte halt. Jetzt mit dem Steier, mit dem schweren Gruber. Nein, das wollte ich eh sagen. Du musst sowieso noch einmal umhängen. Ist mir gerade eingefallen. Dann warte ich mal kurz einfach. Nein, fahr auf den Hof zurück. Du brauchst das sowieso nicht hier. Ja, das meinte ich ja, auf den Hof zurück. Okay. Weil du nimmst ja dann die Johnny, dann nehme ich mir den Steier mit der Federzinkenjacke. Kannst du gleich einmal abkuppeln und ankuppeln und ich kuppel jetzt gleich nachher nur mit dem Pflug ab und bin's dann auch schon. Und bei dem Flug ist ja sowieso was anderes, da du ja nicht in der Flug, weil du es vorher gesagt hast, wegen Versetzen, weil es dich rausversetzt. Ja, bei dem fährst du ja nicht in der Flugfurche, sondern fährst du daneben. Was ich aber eigentlich einfacher finde, in der Flugfurche zu fahren. Findest? Ja, natürlich. Weil er wäre automatisch sozusagen lenkt, aber wenn es mit GPS ist. Du kannst das Lenkrad ja loslassen. Ja, aber wenn du so halt auf der Fläche fährst, hast du erstens mal, glaube ich, besseren Grip. Weiß ich gar nicht. Und du hängst nicht so schief drinnen den ganzen Tag. Ja, das stört mich ja nicht. Ja. Aber ich glaube, es ist schon mühsam, wenn du da. Du hängst ja da doch um 30 cm oder sowas versetzt drinnen. Ja, aber ich finde das nicht anstrengend. Okay. Ja, keine Ahnung, ich habe selber gepflügt, habe ich noch nie. Ich kann das tagelang machen. Ich liebe Flügen. Ich glaube, ich muss einmal zu dir kommen und einfach nur arbeiten. Kannst du machen. Warte mal, geht der Pflug nicht ausklappen? Warte mal, Felder stellen, Pflug drehen. Zusammenklappen. Ja. Doch, musst du aber in der richtigen Seite haben. Ach so, deswegen geht er nicht. Ich habe mir ja gerade gedacht, der war ja nicht nur so hinten. Weil sonst wäre er ja zu breit. Im Endeffekt könnte ihm der auf dem Steuer, auf dem John Deere sowieso, wenn er in der Mitteposition nach oben halten würde, der sich von der Höhe her ausgehen leicht. Und der ihm einfach ja fahren lassen. Dann brauchst du ihn nicht absetzen. Weil der da haltet ihn mit der Heckhydraulik sowieso. Ja. Martin, wenn du Langeweile hast, kannst du die Hänger auch einmal leer machen. Ja, dann mach ich das. Lass mal den Stein auf dem Kurz stehen. Ach so, ja, der klappt sowieso nur so in die Mitte. Ich habe mir jetzt gerade gedacht. Was mir nur aufgefallen ist, dass ich glaube, du hast eh gepflügt, oder Martin? Ja, ich habe gepflügt. Du hast erstens einmal falsch angefangen, weil ich habe das noch korrigiert vor dem Bad. Ich habe falsch angefangen, wie denn? Ja, du hast komplett mit einer Insel angefangen, was gar nicht geht, und dann den Pflug auf die falsche Seite gedreht gehabt, auch noch in der Bahn. Halt, du hast nicht in die Pflugfurche hineingehaut, die Erde, sondern aus der Pflugfurche immer raus. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon umgestellt hatte, deswegen. Und das nächste, was auch noch aufgefallen ist. Hast du jetzt zwischendurch gespeichert? Ja, sicher. Ja, dann dreht sich der Flug selber auf die andere Seite. Ich habe ihn nämlich gerade auch schon umgedreht, weil der war nämlich auch falsch rum. Verstehe. Ja, siehst du, Markus, ja. Und was auch noch ist, du hast kein Frontgewicht draufgeben. Ach, bei dem Trecker. So ein riesen Trecker. Ja, aber es ist ja doch ein Vierschöpflug. Ja, das machst du mit 160, 120, 130. Ich wollte dir sagen, ich habe mir überlegt, ob ich es überhaupt
dass ich mit wie schnell ich fahren kann, habe ich mir gedacht, ja, Stufe 2, 14 km/h geht schon. Das müsste Johnny schon durchreißen, aber mit Leichtigkeit. Ja, ich denke auch. Halt, wenn der weiß, wenn ich in Steyr vorgehabt hätte mit 230 PS, geht es sich auch noch leicht aus. Aber wenn du den Fendt davor hättest mit 160, also nicht, Das hätte wäre ich knapp. wahrscheinlich nicht 14 km/h, sondern wäre ich 10 oder sowas gefahren. Weil ich glaube, so viel kriegst Ja, du nicht 10. zusammen. Beim 160er habe ich auch so 9, 10 km mit Ja. 4-Scharfflug. Bei 360 PS mit 4-Scharfflug, das spielt sich normalerweise. Ja. Sollte er sich spielen. So, wo ist denn die Federzinkenecke? Ist der auch da hinten? Der steht am Hof direkt. Okay. Da bei der Halle, bei Fahrzeughalle. Hä? Gegenüber der Fahrzeughalle. Ich glaube, du hast schon angehängt. Du nimmst jetzt den Johnny. Ne, ich bin gerade am Kipper wegfahren. Ach so. Weißt du? Wo ist jetzt die Federzinkenecke, hast du gesagt? Weiß ich nicht. Ja, du hast ja gerade. Der Passt hey, schon, ist ich die glaube, nicht hinten beim Kuh, bei die den müssten bei den Kühen? Pflügen sein, oder? Ja, Glaube die irgendwo. Da, wo die Kühe sind, ich. Ja, oder? glaube ich auch, nämlich. Deswegen. Beim Flug waren die, glaube ich, ja. So, ich schätze mal, dass ich, wenn ich da jetzt ranfahre und die Tür öffne, und ich hoffe, es geht vom Traktor aus. Wenn du den Traktor ausgewählt hast, ja. Ja, manchmal haut es nicht hin. Scheiße, genau die falsche Tür geöffnet. Ich glaube nicht, dass ich so hineinkomme. Obwohl der kann sich jetzt ziemlich drehen, der Traktor. Wie viel Prozent hast du, Kai? Na, ich muss aufmachen. Das bringt 60. nichts. Springt nix, springt Dann brauche ich nix. noch nicht abtanken. Nö. Ah, irgendwie ist da gerade ein Texturbug von den Türen. Okay. Wenn du mehrere übereinander hast, Ja. dann flimmern die. Wieso geht jetzt die Tür nicht? Oh, jetzt geht sie auf, jetzt geht sie auf. Komm. So, macht das endlich auf. Perfekt. Weil sonst kann ich nicht anhängen. Die schöne Federzinkenecke. Was ist das? Lenken, oder? Ja. Müsste das Ja. sein? Zirkon. Zirkon, die 6 Meter oder so irgendwas, oder Macht wieder zu. 7,5. 6 Meter mal. Die, was extrem cool eigentlich ausschaut von der Ja. Ja. Aber extrem Höhe. extrem für einen Dreipunkt. Wie meinst du das jetzt von der Belastung her, oder? Ja. Aber die hat eh kein Gewicht. Ja. Dann mache ich jetzt Markus glücklich und hänge ein Gewicht dran. Der ich schon machen, gerade wenn du den schweren Pflug da nimmst. Den Gruber Ah, ja, meinst du? Gruber meine ich. Glaubst du, dass das wirklich. Wie schwer wird denn die sein? Die Federzinkenecke? Keine 3 Ahnung. Tonnen? Mindestens, ja. Viel Ja, mehr würde ich schätze ich schon aber ein bisschen nicht. mehr. Was? Du schätzt mehr? Ein bisschen mehr, vielleicht 3,2 oder 3,1, so schätze ich. Okay. Weil bei der Arbeitsbreite muss es ja eigentlich auch wenigstens ein bisschen stabil gebaut sein. Auch wenn es nur ein Federzwingengrubber ist, trotzdem. Okay. Na, ich hätte nicht so viel geschätzt. Weil im weiß es Endeffekt, auch nicht. die Zinken haben ja kein Gewicht. Und es kommt ja keine Nö. Belastung, jetzt keine große auf den Rahmen. Ja, aber der Rahmen muss ja halt ein bisschen stärker sein. Nur So. wenn du hast ja die Masse an Zinken da ja auch drin. Ja, das ist schon klar. So, einstellen wir GPS. Na. Da ist dann der GPS besser vom 15er, weil da hast Oh du ja. längere Linien. Die Ja. roten Linien auf der Seite sind länger. Das Tastenfeld zum Eingeben ist auch besser. Ja, 7,60 Meter finde ist ein bisschen heftig, oder? ich auch schöner. Ich Was? denke ja. Was hatten die an Ich weiß Arbeitsbreite? gar nicht. Mal Guck mal kurz nach, schauen. warte. 57. Okay, dann passt das. Stimmt, das Das geht. sind ja 5 Module mit 2,50 Meter. So, dann warten, du musst nochmal einstellen. Gehen wir auf 7,30 runter, dann sind wir auf jeden Fall schön dabei. Bisschen nach außen. So, und jetzt fahren wir. Wie schnell fährt man mit einer Federzinkenecke? Schnell oder 15 km/h. langsam? Bis zu 15 km/h kannst du mitfahren. Aber auf dem Geflügten Ja. weiß ich auch nicht. 10. Ich habe jetzt 13 eingestellt. Ja, das passt. Was ist ein gefederten Trecker, ne? Ja, schon halt. Alles ist gefedert. Voll gefedert mit Luft und Öl und keine Ahnung, was es halt alles noch gibt. Wasser, Stickstoff. Kabinenfederung und Sitzfederung und Schwe. Nein, weißt, das wird eh bald kommen. Ein Magnetschwebe. Oh ja. Wäre nicht einmal Oder so schwer zu umsetzen. Luftkissentrecker.
Na, Luftkissen finde ich jetzt nicht einmal. Obwohl, Luftkissen stimmt eigentlich. Wäre einfach, aber kostet extrem viel Energie. Ja, du brauchst ja riesen Ventilatoren hinten dran, um die überhaupt vorwärts zu kriegen. So, über das Thema werden wir im nächsten Part reden. Neue Antriebsarten für Traktoren. Das haben wir schon was für den nächsten Part und ich würde sagen, wir hören uns dann morgen wieder in einem neuen Part vom LS13 Mühlprojekt. Bis dann. Tschüss. Ciao.